Direktor Dobermeier, Herr Maulhardt, kommen Sie hierher. Herr Kommissar, Sie sind ja schneller als die Feuerwehr. Feuerwehr? Ja, ja, die wird gleich hier sein. Aber jetzt zeigen Sie mir bitte die Stelle, wo dieser Krater ist. Gerne, Herr Kommissar. Ich laufe vor, Sie folgen mir. Hier entlang. Und passen Sie auf die Tischtennisplatte auf. Sie ist im Dunkeln schwer zu erkennen. Ja, da sehen Sie. In der Mitte des Schulhofs. Stopp, stehen bleiben. Nicht näher ran. Sie warten hier. Unfassbar, es sieht aus, als hätte sich da etwas tief in den Boden gebohrt. Da leuchtet ja gar nichts mehr, Herr Direktor Dobermeier. Ich schaue mir das Ganze mal aus der Nähe an. Einen Augenblick bitte. Das ist kein Flugzeug. Sieht ganz anders aus. Eher wie eine Kapsel mit verschiedenen Antennen aus glänzendem Metall. Da kommt ein Hubschrauber. Geht sie zurück! Der will hier landen! Da! Die Tür geht auf! Ein Mann steigt aus! Er kommt auf uns zu! Die Rotorblätter des Hubschraubers wurden langsamer und stockten schließlich ganz. Der Mann, der auf Direktor Dobermeier, Hausmeister Maulhardt und Kommissar Petersen zukam, trug schwarze Stiefel und einen olivfarbenen Overall. Er hatte eine Glatze und eine lange Narbe unter dem linken Auge. Mit einem stechenden Blick musterte er die drei. Meine Herren, darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin Direktor Dobermeier. Und das ist der Hausmeister unserer Schule, Jürgen Maulhardt. Ich bin Kommissar Petersen. Und wer sind Sie? Ich bin General Kettler vom militärischen Geheimdienst. Ich muss wissen, was genau haben Sie beobachtet? Sie sind vom militärischen Geheimdienst? Warum sind Sie hier? Wer hat Sie denn alarmiert? Bei allem Respekt, Kommissar Petersen, ich stelle hier die Fragen. Nochmal. Was haben Sie drei hier beobachtet? Eigentlich haben wir gar nichts beobachtet. Aber wir haben einen lauten Knall gehört. Ja, das also Herr Maulhardt und ich. Wir waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Schulflur am Eingang. Also in dem Gebäude da vorne.